100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as The War Tales. Moin zusammen und weiter geht's mit War Tales. Das war dann letzte, ne? Ja, genau. Laden wir den einfach mal. Ich habe gerade nochmal in die Umfrage reingeschaut. Ich habe die jetzt noch nicht irgendwie beendet oder nochmal kommentiert oder so. 8 Stimmen für War Tales, eine für Jurassic World Evolution 2. Und ja, jetzt geht's auf jeden Fall erstmal mit War Tales weiter. Im Hintergrund wird noch eine kleine Überraschung runtergeladen. Ich habe da einen Key zugespielt bekommen. Und vielleicht ploppt ja später hier ein Fenster auf, von wegen ist fertig runtergeladen. Und dann schaue ich da die Tage auch mal rein. So, beim letzten Mal waren wir, glaube ich, genau in der Stadt, rein und raus. Ich wollte eigentlich Leute verhaften, um sie im Zuchthaus zu verkaufen, um meinen Suchstatus zu verringern, parallel die Kasse aufzubessern. Und hatte ja gesagt, den Rest mache ich sonst ohne euch. Nö, Planänderung, ihr seid jetzt mit dabei. Und, oh Gott, ich habe gerade, Entschuldigung, ein bisschen was im Hals. Und hier rasten wir jetzt erstmal. Ja, dann dachte ich, könnt ihr euch die Kämpfe doch gerne mit anschauen, sonst, ja, sonst laufe ich einfach nur nach Uldren und das ist dann irgendwie alles langweilig, deswegen gerne ein paar Kämpfe, ne? Immer mitnehmen. Wir haben hier noch ein paar Pony-Namen. Schreibt gerne auch mal was rein, wie die heißen sollen, die Viecher. Verbrauch von 6, ne? 5, 10, 60, 72, 84 mal Futter geht allein für die Ponys drauf, ne? Und, ja, 39 nochmal für die Bären, die Nackmullis. Ja, okay. Die sind, ne? Die finden eigentlich mehr Käse, als dass sie selber verfuttern. Aber 15, 15, 16, 17, 18 Kämpfer, 19, 20, 21, 24, 25, 28 Kämpfer. Ja, nee, das ist echt zu viel. Also wie gesagt, wenn ich nochmal anfangen sollte, werde ich mir vorher überlegen, wie viele legendäre Waffen das gibt und dann entsprechend auch nur die dann mitnehmen. So, egal. War da jetzt erstmal. Schweineeintopf. So, Hechtsuppe, ja, den Rest lassen wir erstmal. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht überfallen werde. Durchschnitt 20%. Ich habe auch schon mal überlegt, damit zu experimentieren, den Leuten einfach mal weniger Futter zu geben, dass sie ein bisschen unzufriedener sind, weil meine Zufriedenheit ist mehr oder weniger konstant bei 15. Wenn ich sage, hier die Leute kriegen weniger zu essen, ach, da war ich schon, dass sie dann vielleicht... dass ich dadurch Essen sparen kann und dann vielleicht auch eine Zufriedenheit von 6 oder 7 runterkommen. Unterm Strich würde sich das, glaube ich, dann immer noch lohnen und rechnen. 5-mal Schweinesuppe geht direkt wieder weg. Irgendwo hatte ich hier noch ein Futter, das die Bewegungsgeschwindigkeit in der Welt hier... Fallensteller von Dünen. Das würde ich, denke ich, mal nehmen, wenn ich auf dem Weg nach Uldren bin, für die lange Strecke. Bewegung plus 1 nehmen wir mit. Geschicklichkeit um 20%. Mit der die Einheit ermüdet um 35%. Noch ein Bonus nehmen wir auch mit. Dann halten wir wahrscheinlich gleich mehr Kämpfe aus. So, das Brot geht auf den Markt. Käse und wie immer auch ein bisschen Räucherfleisch. Und? Yes! Glücksbärchen, Bär, Bärbel. Nochmal 3 Tapferkeitspunkte. Die Türen hat den Gefangenen. Umingwill. Ja, Umingwill, ne? Wolltest du abhauen, Junge? Dämlich was. So, wie sieht's da aus? Immer noch ausgepeitscht. Ne? Okay, ruhe ich noch eine Runde aus. Wilhall. Mist, den habe ich vergessen auszupeitschen, ne? Oder ist er. Oder steht er da drauf, dass ich... Nee, ich glaube nicht, so einer ist das nicht.
Peitsche. So. Wilhall. So, du wirst nächstes Mal ausgepeitscht. Da haben wir nur einen für. Der ist alle. Da können wir mal die letzte Leiche drauf spannen. Und Kadaver haben wir auch fast nicht mehr. Das war Oscar Legion, ne? Guck mal hier, dann tausch du einmal. So, du gehst an den Pranger. Du gehst daran und kriegst auch eine geklatscht. Osbar. Zack. Okay, cool. Nicht hier. Oh, guck mal, da ist nämlich die Wache. Wer seid ihr denn? Das ist noch ein Banditentrupp. Ganove, Wilderer, Marotter, Übeltäter. Ja, klasse. So. So, so, so. Wilderer, die können den da machen, ne? Ganove, drei Wilderer. Würde ich sagen, kommen die Bärchen auf die Seite. Oh, da sind noch mehr. Da ist noch einer. Kommst du rüber, ne? Jawohl. Der schnappt sich den hier gleich weg. Liegen ist auf der Seite. Da sind noch ganz viele. Okay. Den Trupp von hier ziehe ich irgendwie mal nach zur Mitte hin, beziehungsweise nach links weg. Dann sammeln sich die beiden hier, die beiden Trupps hier irgendwie in der Mitte. Lackmull weg, der kann nach vorne. Der kann sogar meinetwegen auch eigentlich gekillt werden. So, haben wir hier noch Platz? Haben wir nicht mehr. Teddy nach vorne. Visitorin, Torus. Ach, siehste, da wollte ich ja auch noch mal, ne? Inquisitorin, Einhandkeule. Eric auch Einhandkeule, Stärke 65. Dann wollte ich ja mit Flanora irgendwie mal getauscht haben, ne? Jetzt war bisher eigentlich, wo ist sie denn? Bisher eigentlich ziemlich geilen Rundumschaden gemacht. Geht das Schlachtfeld hier noch irgendwo weiter, oder ist Flanora? Da ist sie. Weil die nämlich Stärke 79 hat. Und da wäre dann die Keule von Peric wiederum deutlich geiler. Zorn von Erkeshet. Nee, dann gehe ich hier mit den Nacktmullen auf die Bogenschützen. Und die Bären kommen dann nach rechts. Als erste Beteiligungslinie hier. Die Theon kommt nach rechts. Der bleibt da. Negan kann hier unten bleiben. Speerträger, Roslyn. Oh ja, Roslyn. Die müsste hier eigentlich zwischen. Ja, hoch, sprinten, rund alle ranziehen und dann klatscht sie die Vieh hier wahrscheinlich weg. Das machen wir gleich. Vinkus Otschwick. Wir haben jetzt die Tage den Film Medieval geguckt. Vielleicht kennt ihr den schon, falls nicht. Oh Mist, hatte ich Rantham das schwer. Ach, verdammt. Das mit Rantham schon wieder verkackt. Wer den Film nicht kennt, gerne mal reinschauen. Ist auch irgendwie so eine Mittelaltergeschichte. Spielt zurzeit in Böhmen das. Kingdom Come Deliverance ist ja ganz ähnlich in Zeitschiene. Und geht irgendwie auch um Söldnertrupp, die dann halt für Münzen da halt entsprechend ihre Aufträge absolvieren. Und. War ganz nice. Der eine Hauptdarsteller hat auch so eine Keule wie Peric hier. Und sah geil aus. Hat mich gleich an Wartails erinnert. Nee, du bleibst da. Machst ihn Speerkämpfer. So, genug gesammelt. Jetzt geht's los. Teddybärchi. Gleich in Kampf verwickeln. Bogenschützen binden. Und die anderen beiden werden ihn wahrscheinlich sowieso anschießen. Übeltäter auf der Seite, ne? Da müsste ich jetzt eigentlich schon mit Negan hoch. Und
Ja, guck mal, der ist dann gleich nämlich mit weg, wenn Torus jetzt diese Riposte-Geschichte macht. Den hatte ich doch eben. Da ist er. Marodeur. Bin da. Na, das heißt, machen wir dann im Kampf ist ja, ne? Guck mal. Jetzt klatscht der nämlich Negan und durch die Riposte sind die beiden dann gleich sehr wahrscheinlich weg. Wir können natürlich damit noch den Schaden erhöhen, ne? Machen wir mal. Okay, da hätte ich jetzt mit so einem Hey gerechnet. Und Echo. Gut, Ganove, hier oben. Hypoon. Geil. Haha. Verstümmelung würde ich mir irgendwo noch so ein bisschen wünschen. Müsste auch mal gucken, wenn ich es komplett durch habe, dann das zweite Mal jetzt. Nach irgendwelchen Mods. Vielleicht gibt es hier so eine Verstümmelungsdinger. So, Ganove kommt nirgendwo ran, oder? Doch, kommt an Teddy, aber der ist egal. Auch Richtung Teddy. Na, guck mal hier. Ja. Bitte mit dem Teddy dann noch den Bogenschützen binden. Hier oben war, glaube ich, keiner. Nee. Komm, ne? 1500 Lebenspunkte. So, jetzt geht's hier oben los. Rothlin, your turn. Irgendwann halb Meter. Nicht verklicken. So dazwischen. Und zieht tatsächlich 5 ran, ne? Anfälligkeit. Alle erleiden 30% mehr. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Krasser Scheiß, ey. Wahnsinn. Gut. Das war's. Der Trupp ist, nee, nicht von der Seite, von der Seite. Dann kann ich gleich noch von der Rückseite reinkloppen. Der Trupp ist weg. Ich glaube, Rothlin ist jetzt ein bisschen übel. Schade, da geht ihm die Puste aus. Marodeur hier oben. Und bis da, ne? Okay. Können wir mit dem Teddy jetzt zu dem Bogen schützen? Ja, Aufnahmeprogramm läuft. Ich dachte gerade, ich hätte es vergessen zu starten. Ist mir auch schon mal passiert. So, ihr lauft jetzt nirgendwo mehr hin, beziehungsweise deutlich verlangsamt. Viteon. Warum eigentlich nicht? Oh, warte mal, du kannst noch 25 Meter. Ja, mach das mal hier. Sehr nice. Und wieder zurück. So, um den Trupp muss ich mich, glaube ich, auch nicht mehr kümmern. Zweimal Rage. Regulärer Angriff. Wilderer hier hinten links. Ja, komm. Der ist egal. Die beiden werden da reinlaufen. Der ist mehr oder weniger egal. Riemann, ne? Genau, guck mal. Schlitzt die Kehle auf da. Oder so. Ne, okay, ich habe überlegt, ihn einfach zu killen. Oh, der ist gleich dran da oben. Ich habe noch einen zweiten Bogenschützen, ne? Aber es lohnt sich, glaube ich, schon gar nicht mehr, da irgendwie den... wo ist er denn jetzt hier? Da lohnt sich, glaube ich, schon gar nicht mehr, den zweiten Dings aufzubauen. Ich werde ihn aber mal dorthin stellen. Einfach, damit er hier
reingelockt wird, mit seinem Rundumschlagen hier in die Lücke zu schießen. Oh yes. Sehr nice. Gut, Übeltäter, ja, der wird gleich aufgepflockt. Ich glaube, Hark hat noch nicht. Dazu müssen die anderen erstmal dichter ran. Den lasse ich da auch. Flamura auch. Rantham kann auch nicht. Andin kann hier von hinten rein. Ich will jetzt nicht zu viele Punkte ausgeben, sondern den Rest sparen. Für die anderen Kämpfe. Immer noch mit einer der besten Einheiten, so ein Pikinier. So, und der wird wahrscheinlich hinten rumlaufen, oder? Oder direkt unten rum und Negan angreifen. Jetzt nicht mehr. Jetzt wird er nach oben laufen und auch aufgepflockt werden. Ach, guck mal, da war ja noch was, ne? Aber der wird auch auf den, den Bären zustürmen, sehr wahrscheinlich. Bin ich mal so arschig und ziehen ran? Nee, ne? Nee, komm. Bahn. Schade, dass du schon stehen bleibst. Okay. Sobald der Kampf durch ist, kriegt Rantham sein Schwert erstmal wieder in die Hand. Hier hat doch einen Rundumschlag, ne? Da hinziehen im Bereich, ja, super. Todesstoß, fügt Schaden zu und erhält Riposte. Ah, oh, geil! Nein! Wie geil, der erste Zweihand-Finisher und direkt auf Platz 1, glaube ich. Wie geil ist das denn bitte gewesen? Beine aufgeschlitzt, er geht auf die Knie und dann einmal das Schwert bis zum Heft in die Brust, Alter. Sehr geil. Ja, bei der Zweihand-Axt allerdings ist noch kein Finisher, ne? Der von Liegen hier mit der Zweihand-Keule, der war natürlich auch schon immer äußerst brutal. Allein dieses Geräusch schon, wenn man das hört. Aber das war ja wohl... schick. I like. Ja, komm. Geh mal da mit ran. Down. Der ist auch gleich endlich mal dran hier, ne? 53 Stärke hat er, ne? Und wir da? Ja, komm. Ja, tatsächlich überlebt, ne? So, und den anderen holt jetzt Inquisitorin Aurea. Ja, und ursprünglich meinte ich ja, ich wollte hier den, die Kopfgelder hier irgendwie ohne euch machen. Dann hätte ich den ganzen Spaß allein gehabt. Ja, auch down, ne? So.
Nö. Zingelt. Der ist. Oh, ein Lebenspunkt, nur ernsthaft. Da lohnt sich der Bär eigentlich schon fast gar nicht, ne? Stimmt, ach, ich Idiot, guck mal, schon wieder vergessen. Verhaften. So, dann kannst du hier schon mal postieren, dann ist er nämlich gleich umzingelt. Bis 82, ah. Intervention. Ah, Mist. Er hat zu viel Lebenspunkte. Wenn ich da reinhaue, ist er tot, ne? Was sei denn? Warte mal. Eric war jetzt schon dran, ne? Okay, dann schnappt ihr mal den da oben. Ach was? Der lebt jetzt, oder was? Okay. Hast vergessen, die Kasse aufzubessern, ich Idiot, ne? So, jetzt brauche ich noch mal einen, der richtig weit laufen kann. Urus. Einmal noch, die Punkte sind eh verbraucht. Ja, muss gar nicht weiter bewegen. Grimert. Kann nicht provozieren, ne? Eddie kann nicht provozieren. Warte mal, wer kann denn provozieren? Die kann provozieren, kommt aber nicht ran. Ich wollte den sonst provozieren und dann mit Viteon zum Beispiel verhaften. Aber ich glaube, der Drops ist gelutscht, ne? Habe ich wieder nicht aufgepasst, dass ich hier. Da kommt er auch nicht mehr hoch. Okay, dann ist egal. Wieder nicht aufgepasst, dass ich ja Leute verhaften wollte. Oh, Scheiße! War der da echt im Radius drin, ne? Oh, fuck. Sorry. Kommt da auch nicht rüber. Nächste Runde. Nackmol macht weniger Schaden. Und ich's auch. Rentham aus der Bahn. Niemals kann hier mal mit hochlaufen, obwohl ne. Rossler kann da mal hochlaufen. Dafür sind die Pferde eigentlich auch ganz gut, dass die weniger Schaden machen. Der tötet den, wenn er angreift, wenn er da reinhaut. Da auch. Teddy ist raus. Oh, der Übeltäter. Ich guck mal, dass ich die drei irgendwie noch verhaftet bekomme. Ah, der wird überleben. Gibt 160 Schaden zu. Alter. 160, ja, nee, komm. Das ist zu doll. Ne, Riposte gab es doch nicht. Schwein gehabt. Aber der ist jetzt down, ne? Ich kann provozieren. Du rennst auch nochmal mit rüber. Sicher gehen für nächste Runde. Und Harkas. Okay, neue Runde beginnt. Sehr schick. Provozieren. Geschwächt. Mhm.
Ich glaube, die ist fertig. Du gehst mal ran. Einfach nur, dass der hier umzingelt ist. Benommen. Der nächste Gelegenheitsangriff dieser Einheit bewirkt keinen Schaden. Ach, das muss auch neu sein, glaube ich. Das hat leider nicht funktioniert. Jo, mal weiter. Da, du kannst provozieren. Schwächt. Kraftvoller. Nicht töten, bitte. Nicht töten. Oh Gott, noch eins, Mann. Okay, Pony. Du aber, ne? 56. Ach, verdammt. Okay, Eric. Yes, das hat geklappt. Und den letzten auch verhaften. Wieder nicht geklappt. Kommt Rothlander an? Nein. Torus, ein letztes Mal. Beifall. Nacktmull. Aber der wird ihn töten, ne? Ja. Den Nacktmull wieder beiseite. 50 Schaden, ja, das haut auch nicht hin. Im Laufen können wir da noch ran. Aber wenn das jetzt nichts wird, ist doof, ne? Komm schon. Yes! Yay! Gut. Einpacken. Einpacken, Rantern. Dussel. So, der hat jetzt auch wieder ein Schwert. Dann jetzt, bevor ich es wieder vergesse, Peric. Du nimmst deine Keule weg, das Schild weg, tauscht einmal mit Flanora. So, na, guck mal, Stärke 68, 76, 63. Okay, cool. Mach mal ruhig. Alles reparieren. Da haben wir. Ja, komm. Das lohnt sich auch nicht wirklich bei den paar Lebenspunkten. Wo ist jetzt der kürzeste Weg zum Zuchthaus? Ich glaube, hier lang. Dort runter. Da kommt nämlich die Wache. Und da ist noch ein Wachtrupp. Scheiße. Die habe ich überhaupt nicht gesehen gerade. Hey, Wolfies, der hier unten, da geht's gleich los. Bären, vorne. Pferde kommen nach hinten, ich möchte nicht, dass die Rüstung kaputt gemacht wird. Nigern, auch nach vorne. Hinten. Wir haben aber hier noch einige, ne? Rotschwick, ja, du kannst mal tauschen. Da tauschen, da tauschen. Riemet dort in der Mitte, Viteon. Da sieht das ganz geil aus. Hypun, Speerträger, Torus, Erik. Visitoren, Lythos auf diese Seite. Teddybärchen hier runter. Inquisitorin Aurea. Dahin, Vinkus hier runter. Viteon schießt gleich dadurch. Vinkus muss dann einmal tauschen. Den Stoppi einbauen. Der ist gleich dran, ne? Rennt sehr wahrscheinlich dann auf den Teddy zu. Oh, guck mal, hier habe ich auch noch hier unten. Tanlin, Flanora, Rothlin, Bär. Oh, Rothlin, ne? Warte mal. Ahaha. Muss ich mal gucken. Huhn, Speer, Harkat, Erik. So, dann haben wir Darmspeerkämpfer, Darmspeerkämpfer. Da ein, ne? Okay, los geht's. Unter diese vier Punkte möchte ich irgendwie nicht rutschen, nach Möglichkeit. Drei.
So, Wolf ist am Zug. Da oben, ne? Direkt down. Und der wird gleich gestoppt. Dann Hypoon. Was, der lebt noch? Ein Punkt ausgegeben, ein Punkt rein. Und den Stoppi. Ventem, da ist er, genau. Eric hat jetzt Rundumschlag, ne? Guck mal, der ist hier gleich dran. Ach Mist, ich Idiot. Lanora hat doch noch diesen anderen Rundumschlag. Den da. Vergiftet fügt allen Einheiten im Bereich Schaden zu. Wenn eine zweihändige Waffe ausgerüstet ist. Ja, Mist. Eric hat wahrscheinlich einen anderen Bonus. Geschicklichkeit, muss bei jeder Mahlzeit Fleisch oder Fisch essen. Fleischfresser, Vegetarier, muss bei jeder Mahlzeit Obst oder Gemüse essen. Okay. Fleischfresser und Vegetarier gleichzeitig. Erinnert mich an Karl Lauterbach, wo er mit seinem vegetarischen Lachsfisch da anfing rumzustammeln, der Spinner. Okay. Der ist dran, ne? Gut. Du musst den jetzt stoppen hier. Ja, gerne beide. Und noch einen Schritt nach vorne, erwischt noch einen vierten. Yes. Ein Kill! Doch, ein. Ah, Mist, dann habe ich aber nur noch zwei Punkte für den nächsten Kampf, ne? Zwei, drei, vier. Ja, das passt. Eins. Ventem muss hier noch mal rein. Punkte holen. Noch mal zwei Punkte holen. 164. Na, lauf mal raus da. Mal zwei. Erneut. Urus. 7,5. Schaffst es da nicht zurück da, ne? Du hast einen Alpha-Wolf. Da sollte ich ran. Mist, jetzt habe ich auch nicht aufgepasst. Und. Kommt ran. Schade. Tanlin. Ja, doch. Laufen wir ruhig nach vorne. Sehr geil. Noch so ein. Oh. Okay, Glück gehabt. Der da oben ist gleich dran. Seite. Ah, sehr schick. Der rennt jetzt da rein wahrscheinlich. Quietsch, quietsch. Alpha ist am Zug. Dann ist da unten noch ein Alpha am, aber der kommt nirgendwo ran.
Es sei denn, ich hau hier natürlich jetzt mit rundum rein und töte da irgendwie den einen oder anderen. Negan. Ja. Der war schon dran, ist gestoppt worden. Da passt keiner durch. Der ist dann komplett down. Rothlan. Müsste es eigentlich hier irgendwie zwischen. Da ist ein Alpha. Da oben müsste Rothlan zwischen. Aber nee, es wird dann nichts mit dem Umschlag da. Und auf Haltsam hat er hier auch nicht. Aber er kann durchlaufen, ne? Shit. Dann laufen wir dahin. Ich bin so doof. Ich hätte doch hier den mal machen können. Ach, jetzt kannst du durchlaufen, oder was? Aber eben nicht. Unaufhaltsam. Ach Mann, irgendwo habe ich mich gerade verzettelt. Shit. Lass mal da hoch. Mach mal den da. Es war dann nur der eine tot, aber die hier werden nochmal angeschossen. Okay, mal. So sieht das doch schick aus. Da wäre noch ein Doppelkill drin. Da allerdings auch. Und da oben besser, ne? Leider nicht. Ja, okay. Ist gut. Genau, ab durchs Gift, was auch sonst. Standard bei meinen Leuten. Die können gar nicht anders, die sind süchtig. So, jetzt ist wieder dran. So, guck mal, da oben haben wir nämlich auch noch welche. Rematch. Kannst da mal hin. Und, okay, ich wollte gerade sagen, der glückliche Gewinner aus dieser Verlosung, der kriegt hier jetzt noch einen Dolch. Wischen die Augen. So, der wird jetzt entweder erschossen oder aufgespießt. Such's dir aus, Junge. Aber vorher kriegst du noch ein paar Messer. Und so ein bisschen abgeschwächt. So. Keine Chance mehr. Uhu. Und weiter im Text. Der war, glaube ich, auch schon dran, ne? Der ist dran. Dann ist der da oben dran. Ich muss eigentlich mit dem Bären mal nach vorne jetzt. Da. 324. Der da unten ist noch dran. Naja, mit Rothlin lohnt sich jetzt eigentlich auch nicht mehr, da irgendwie rundum Massaker schnitzeln. Wo das mit der Keule natürlich schon sehr geil wäre, ne? Wenn. Das wenn sie die Einheitsgeschichte hier haben würde.
Der ist gleich dran. Gut. Der da unten ist danach gleich dran. Kommt Wurzel nicht rüber. Inquisitoren kommt aber ran. Cool. Bin ja zu doof. Ich hab nächste Runde eh nur 2 Punkte, von daher kann ich jetzt raushauen. Der ist noch dran, aber der kassiert jetzt erstmal sein Pfeil. Sehr schön. So, das heißt auch, ich kriege jetzt auf jeden Fall wieder ordentlich Kadaver. Shit. Kratzer in der Rüstung. Okay, Inspiration für alle. So, und die letzten beiden. Nächste Runde, er ist dran. Down. Nee. Ich hatte doch hier Parkart, ne? Guck mal, das kann doch bestimmt. Und ich Dolche schmeißen hier auf alle. 103. Mit. Lythos ist auch noch faltsam. Cool. Gerade für einen Speerträger ist das geil. Wenn die hinten stehen, können sie einfach durchlaufen nach vorne. Yay, kurz alles reparieren, ja, alles behandeln, auch ja, weiter so. Will man mal ein bisschen Erz aufsammeln und dann muss man gleich einen Pudel Wolfe töten. Phantomhäute werde ich jetzt links liegen lassen. Ich will eigentlich nur hierhin und die Kopfgelder machen. Und dann geht's auch bald schon zurück nach Ultren. Zwei... bei 400 und that's it. Naja, der Rest Pioniere, Legionäre, die werde ich totpeitschen wahrscheinlich. Seile hole ich mal ein paar wieder rein. 14 Stück, dann haben wir wieder 20. Nur für alle Fälle.
So, okay, Flanore kriegt ihren Hammer wieder. Idee war gut von den Stärkefaktoren her, aber ich habe wieder mal die Eigenschaften vergessen. Die ist auf 63, 28, 65, ne? Wäre für sie eigentlich besser. Ich lasse sie jetzt bei Peric. Für Negan wäre das Ding natürlich auch richtig geil. Crit und kritischer Schaden. Kritischer Treffer, kritischer Schaden um 5% bei Zweihandwaffe. Tyrannisch. Willenskraft erhöht, solange sich Gefangene im Druck befinden. Und auch nicht. Okay, Inquisitor, Duelland, ne? Wenn eine einhändige Waffe, okay. Ja, schade auch. So, dann, ja, auf zum nächsten, ne? Kopfgeld. 1, 2 und da oben ist noch ein Diebestrupp. Ah, Mist, der Händler geht da gerade in die Stadt rein. Gut, dann holen wir uns noch den her. Und dann ist erstmal Schluss wieder. Plünderer, Abtrünniger, Bombenleger. Klingt für mich sehr nach, nach Leute gefangen nehmen. Die können. Nee, Gnadenstoß, ne? Die Plünderer kann ich komplett links liegen lassen. Auf den muss ich. Bogenschützen sind wichtig, die in den Kampf zu verwickeln. Da ist noch einer. Anora. 79 Stärke, ne? Locken wir den mal irgendwie an den Teddy. Kuhn, kommt bitte mit. Wow. Speerkämpfer, ja, Hypun geht runter. Hier tauscht. AK, ups, Lythos. Eftos. So, da alle hin. Wertkämpfer Rundumschlag nach vorne. Rantham nach vorne. Eric sowieso nach vorne. Teddy geht hier unten zu Hypun. Der Teddy geht dahin. Da ist Bogenschütze. Bogenschütze. Wehrkämpfer. Ja, eigentlich müsste ich hier noch mit dem Teddy hin. Tut mir ja leid. Der kommt trotzdem an diesen Bogenschützen. Vinkus kommt dann auf diese Seite. Roslin. Ja, er erwischt nur drei dann, ne? Mit rundum. Roslin ziehen wir hier links mal irgendwie mit rüber. Tausch mal bitte mit Rantham. Und der wiederum mit Eric. Negan, okay. Gut, Harkard kann ein Messer schmeißen. Kommt nach vorne. Eric und Viteon hier hinten, die beiden Bogenschützen. Die müssen auch hier irgendwie auf diese Seite. Und dann hier oben mit reinflacken. Okay, machen wir jetzt einfach mal. Direkt der nächste Bombenleger auf dieser Seite. Das ist jetzt doof. Und da ist noch einer. Will nicht, dass der schießt. Ja. Hypun. Mist, hat das überlebt. Ist natürlich schlecht für mich. Aber falls er meint, er läuft weg. Irgendwie weiter nach oben zum Schießen oder so. Yes! Schön doof.
Abtrünniger mit Speer, der geht auf den Bären mit Sicherheit. Bär hat dadurch verkürzte Bewegungsreichweite, deswegen ist der Bär jetzt schon dran, um den Bogenschützen hier zu verwickeln. Scherge. Stärke 51. Würdest du den, oder? Lebt noch, sehr geil. Und keine Blutung oder sowas. Super. Plünderer, der ist egal. Plünderer, auch egal. Scherge hier oben, da wird's interessant. Die Schweine schmeißen gerne extra. Uff. Was hätte ich's vergessen? Keine Punkte mehr. Ventern, da ist er. Wir könnten jetzt natürlich den einfach abstechen, aber dann kriege ich auch keine Punkte von. Aurelia hat eh nicht so viele, so viel Schaden, was sie austeilt, wenn sie den mal verhaften, ja. So, geh da mal hinter. Scherge, das war der hier oben, ne? Gut. Abtrünniger, der wird den. Und dann Bombenleger hier noch. Gut. Ran an den Bombenleger. Ja, ist egal. Der Abtrünnige haut da zwar rein. Der Scherge meine ich, aber das interessiert den Bären relativ wenig. Eckmull, ja, Flanura. Erwischt aber nicht beide auf der Ecke. Schade. Wackert. Messer schmeißen hier zwischen für alle, aber erstmal auf den warten, dass der den Bären absticht. Oh, hier. Ja, warum nicht? Kannst auch einen Kampf verwickeln. Gibt einen Punkt. Der ist dann auch weg. Bald. Ganz kurz bei Steam im Hintergrund rein. Ah, Download wird unterbrochen. Okay, ich starte einfach mal. Okay, mal gucken, ob es irgendwie Einfluss hat auf die Performance oder nicht. Abtrünniger, Bombenleger, Bombenleger, Scherge, der da. Lithos. Oh, ja, warte mal. Ganz. Da. 10 Meter, 15 Meter. Überlege ich, ob ich ja, mache ich. Fertigkeit überhaupt mache, ja. So, same hier, 9,5. Hoffe, ich schaffe den Rückweg. Ich habe da jetzt nicht wirklich gerechnet, ob ich das schaffe vom Lauf. Ja, doch, passt. Mist, er hat ja die Rage auf sich gezogen, ne? Ja, das war jetzt schlecht. Shit. Die brennen jetzt, die beiden. Rothlin hat leider auch keine Punkte, um da einen Umschlag zu machen. Grantham, aber dazu müssten hier alle dichter nach unten.
und Speer. Nicht Speer. Clever. Ja, ziehen die Rage wieder auf sich. Ein Otschwick hier aber zwischen. Oh ja, hier kann die Tierung gleich einmal durchballern. Und Speer, ne? Sehr schön. Nee, Bombenleger, der schießt jetzt hier gleich wieder rein. Würde so. Die Theon, den kriegst du gekillt, aber nach oben hin nicht. Und die Reichweite ist zu kurz. Ach Gott. Ja, irgendwie läuft das gerade nicht so optimal, dass man die Gegner hier permanent in die Fallen gelockt bekommt, so wie sonst. Okay. Solange er nur auf den Bären schießt. Gut, dann sammeln wir uns hier unten gleich mal für Rentham. Ja, komm, lauf raus jetzt. Lindenold kommt da nicht ran. Egal. Ich schon mal rüberkommen. Ja, wie sieht den Bereich nur an, ne? Also völlig ungefährlich, zum Glück. Ja, mal Doppelschlacht durch. Macht irgendwie auch keinen Schaden, die Olle, ne? Aber benommen ist schon mal ganz cool. Gegenangriff macht dann. Gelegenheitsangriff macht dann keinen Schaden. Entfernt, gut. Da ist dann auch nicht bei Nigen drin. Den muss ich noch mal ein bisschen abschwächen. Dann kann Rentham den killen. Und dann hier den Führerschaftsbonus da irgendwie machen. Hier hoch. Scheiße. Schweinchen in der Mitte. Das kann ich auch. Zwei Punkte, endlich. Ach, kacke, noch ein Bombenleger, ne? Der schießt jetzt wahrscheinlich so, dass er hier alle trifft. Der hat noch zu viel. Der kommt gar nicht erst ran. Boros rennt wahrscheinlich gleich in die Falle, wenn ich nicht aufpasse. Zwischen. Mit zwei, ne? Ah.
kommen. Trifft nicht zwei. Da ist Erich. Guck mal, haben wir ihn jetzt auch langsam mal gesehen? Kein Crit. Auf kurze Distanz den Rücken, ey. Mensch, Mensch. Hakert. So, du schmeißt jetzt mal ein Messerchen. Ist egal. Rein ins Feuer, mein Gott, bist du doof, ey. Gack, der Einbrecher. Bombenleger ist dran. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Wenn ich da rangehe, der nehme ich weg. Und? Ach, verdammt, noch eins. Ich dachte, überlebt. Wollte nur extrem schwächen, damit ich die nächste Runde verhandeln kann. Wie die Musik umschlägt, weil so ein Nacktmull verreckt ist. Gut, Friendchen. So, alles Käse hier. Gut, zwischen. Und. Der Altbrecher. Dann den. Und den machen wir. Den Kampf verwickelt. Rennt. Der Plünderer ist mir egal. Der Plünderer hier ist mir nicht egal. So, alle Nervbacke weg. Können wir auch nicht mehr weit laufen, ne? Da rennt's auch ins Feuer. Nee, schade. Bombenleger ist dran. Okay, Negern. Abflug. Da, provozieren. Ich hatte gehofft, der trifft jetzt seinen oder muss seinen eigenen irgendwie anhauen. Scherge. Er ist ohnehin gleich tot. Den brauche ich schon gar nichts mehr machen. Was lernen? Und dann auch durchs Gift, ne? Okay, machen wir erstmal hier rechts weiter. Der ist schon ziemlich down, ne? Verliert nächste Runde nochmal 24. Oh.
Scheiße. Verbrennen. Geht mit nach unten. So, er hier oben ist dran, ne? Zwei Punkte. Gott, der rennt in den Speer gleich. Niemals. Gleich. Gott, bitte nicht sterben. Yeah! Nicht tot. Eric müsste sich diesen schnappen. Der beendet das komplett jetzt, ne? Ja, komm. Download Empire of the Undergrowth. Ja, cool. Das ist die kleine Überraschung. Da schauen wir demnächst dann auch noch mal rein. So. Sehr cool. Und? Voll aufgeploppt. Muss ich eigentlich mal gucken, dass ich den hier rechts mit dem Pferd. Der ist dran gleich, ne? Oder mit einem Nacktmull erreicht bekommen da hinten. Sehr gut. Lythos kann nicht provozieren. Nacktmull kommt aber hier hinten hin, aber der wird ihn töten. 29 bis 37. Ja, vielleicht überlebt das. Tatsache, kein Crit gegeben. Und der macht mir meine Rüstung kaputt da oben. Scherge ist dran hier auf der Ecke. Kann ich nicht mehr. Scherge da oben. Nein! Ach, verdammt, ich wollte gerade eigentlich noch laufen. Shit. Ich noch ein Stück laufen und Rundumschlag machen, war. Scherge, Tröniger, okay, das ist da oben, da hinten. Dann sehe ich mal zu, dass ich den jetzt hier verhaftet kriege. Klasse, Knastfutter, lecker, lecker. Shit. Des Anführers. Ja, ich weiß, den hätte ich schon lange, lange gleich zu Anfang am besten wegmachen sollen müssen. Yes! Ins Feuer. Ja, den Bären kriegt er so oder so nicht down. Oh, er ist gleich dran, ne? Aufpassen. Weg da. Mist. Dann trotzdem, ne? Und zündet die anderen direkt mit an. Okay. Haben sie, glaube ich, ein bisschen angepasst. Komm, lauf rein da. Schade.
Ich den in Kampf verwickelt? Nee, zwingt, steht zwar bei, zwingt in den Kampf, aber gebracht hat es nicht. Schade. Mach mal einen Abflug hier, Junge. Nächste Runde kriege ich ihn dann da vielleicht provoziert. So, dahin. Ah ne, zündest die Pferde mit an, ne? Ja komm, egal. Dann riecht das hier wenigstens lecker. Oh, es ist so nervig mit dem Bogenschützen. Der ist auch gleich fertig. So, und gleich ist da der letzte, ne? Ach, Magmol. Und Insen. Ne, provozieren, provozieren. Den da kann ich abstechen. Oh, der ist gleich schon direkt dran jetzt. Natürlich schlecht für mich. Kann ich neben einem Punkt? Ja, komm ich gar nicht. Der ist dran, ne? Genau, guck mal, du läufst jetzt dahin, provozierst den hier, mit dem ich nicht wieder weglaufen kann. Jetzt ist er nämlich in Kampf gebunden. Zum Bären, ne? Abtrünniger. Okay, der kriegt gleich von Lythos auf jeden Fall noch einen Speer mit. Schick. Und Taurus gleich wieder dran. Gut, ich lauf da mal runter. Schnappt ihr den da? Robustiert. Und Hypnoen verhaften. Yes. Der ist dran, okay. So, wie sieht es jetzt hier aus? Nach oben. Jetzt geht's ab. Okay, er haut nicht, oder? Okay, Outschwick. Bär. Outschwick. Ist. Ach komm, egal. Hab durchs Gift. Was auch sonst, wenn ich durchs Gift laufen? Ja. Ich kann die nicht erst machen sollen und dann zuhauen. Oh.
So. Ja. Immer durchs Gift. Die sind süchtig mittlerweile. Wie mit Klebstoff schnüffeln. Der ist sehr geil. Mach mal den Weg frei hier. Ne? Dann gut was da gleich zwischen. Oh, stopp, weg. Keine Ketten mehr. Ja, einfach durchs Gift. Augen zu und durch. Könnte ins Auge gehen, wenn der Weg hier zu weit ist. Hey, passt. Bleib's noch mal stehen. Vom Radius könnte das sogar hinkommen. Klasse. Was für ein Desaster, ey. Aber wir haben gewonnen. Ein paar Gefangene gemacht. Und vielleicht kriegen wir sogar noch so einen Bogen. Geschicklichkeit 36. Einpacken. Erik. 41. Freisalve. Ja, bewirkt Feuer und Schaden, ne? Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Aber Crit müsste ich bei Erik irgendwie deutlich. Ach so, hat er eigentlich schon. Hat eigentlich schon ganz ordentlich. Alles reparieren zu teuer. Rein in die Stadt, ich weiß ja nicht. Ja, wir versuchen es. Rein in die Stadt zum Händler und dann natürlich auch bei dem Händler hier mal schauen. Ja, da kommt die Wache. Und den wieder vorbeischummeln. Den Händler überfallen hätte natürlich auch was, ne? Schwere Rüstung, 253. Ja, dann bin ich wieder auf Maximum. Oh Mann. Nee, komm. Wir wollen das erstmal abbauen wieder. Decke 30, Flanora war da deutlich schon drüber. Mittlere 116. Gucken wir mal. 149. Mittlere 120. Das war schwer. Mittel. Schwer, nee. Und weg damit und raus aus der Stadt hier. Umhang des Pferden. Ja, die habe ich verkauft, die Rüstung. Ich weiß. Boah.
Oder laufe ich rein ins Gasthaus und zur Schmiede? Ja, komm. Und durch da. Das wird sich nämlich noch anbieten. Oh, oh. Nee, nix ja. Wir laufen gleich auf die andere Straßenseite. Alles reparieren. Und verkauft dann direkt. Backert. Blutetes Messer, Blendpulver, das nimmst du einmal, damit es verbraucht wird. So, Reparaturkits können wir auch gerne mal auffüllen. Eine Ratte noch später zum Essen. Mal, wie viele Bomben habe ich eigentlich? Habe ich überhaupt noch welche? Ne, ich glaube, meine Bomben sind alle, ne? Begriemert. Und rein gegenüber. Yes. Okay, überprüfen. Einfach nach Süden. Einfach. Oh, hier, guck. Schwer. Oh ja. Geil. Gibt dann nochmal 600 Münzen und liegt auch auf dem Weg wieder nach draußen. Ne? Cool, hier werden wir gleich rasten. Und dann gehen wir morgen an die anderen Banditen. Diese Banditen, die, die und die. Ich glaube, das werden zwei Folgen dann. Schmuckstück, 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 Schmuckstück. Rosenberger Wein, na ja, komm. Das ist ein Fisch, okay, das sah für mich irgendwie aus wie ein Schmuckstück. Da ist noch eins. Okay, Rasten, naja. Okay, cool. Überprüfen. Cool, dann machen wir hier Schluss. Wir sehen uns bald wieder. Viel Spaß für den. Bis bald und ciao.